Frankfurt, mein Wort. Bin Frankfurt. Frankfurt, betat. I Frankfurt, imu. Francoforte, la mia città. Frankfurt. Mon Frankfurt. Der Podcast für Frankfurt. Yes, we get a very international mixture. Das kulinarische Frankfurt, das wollen wir beleuchten. Frankfurt auf dem Teller, Frankfurt im Glas. Wie kulinarisch ist die Stadt eigentlich? Wer kulinarisch denkt, denkt erstmal vielleicht an grüne Soße, an Äppler, an Handkäse mit Musik. Aber das ist nicht alles. Beileibe nicht. In Frankfurt gibt es Spitzengastronomie der absoluten Oberklasse und es gibt einen der außergewöhnlichsten Weinexperten der Welt. Beides und beide wollen wir heute vorstellen und sagen herzlich willkommen, Mario Lohninger und Marco Zanetti. Hallo. Hallöchen. Oder Gude, wie man hier sagt. Ei Gude. Ei Gude. So, dann stelle ich unsere Gäste mal in drei Sätzen vor, für diejenigen, die sie vielleicht noch nicht so genau kennen. Mario Lohninger ist geboren im österreichischen Saalfelden. Der Opa war Bäcker, der Papa war Küchenchef und Mario hat die Familientradition fortgesetzt. Er war als Koch in den verschiedensten Ecken der Welt unterwegs. Er war in Japan, in Thailand, in den USA und betreibt seit 2010 sein eigenes Restaurant, das Lohninger, in der Nähe des Museumsufers. Und es ist eine, das darf ich sagen, der besten Adressen in Frankfurt. Marco Zanetti ist geboren in der Wetterau. Genau. Er stammt aus einer deutsch-italienischen Familie, wie man am Nachnamen unschwer hört. Dem Papa gehörte das beste italienische Restaurant in Friedberg. Er hat eine Ausbildung zum Sommelier gemacht, mit Diplom in der Schweiz. Er ist in diversen Sterneküchen unterwegs gewesen und er betreibt heute mit seinem Partner Crazy Karl Gladek den Weinhandel Wine Guys in Frankfurt. Herzlich willkommen, ihr beiden. Vielen Dank. Zu Beginn gibt's wie immer unser Frankfurt-Geräusch. Das ist ein Original-Frankfurt-Geräusch, wirklich in echt aus dieser Stadt. Und vielleicht erkennt ihr es ja. Na, habt ihr eine Idee? Ich komme zu wenig rum, schaut so aus. Okay. Am Main. Marco, was denkst du? Also für mich hört sich eher an wie so eine Veranstaltung draußen, wo ein bisschen Live-Musik ist, aber gepaart mit irgendwelche Konservenmusik. Ja, aus Zeiten, wo es das noch gab. Wir erinnern uns schon gar nicht mehr dran. Ne? Aber Main war ein gutes Stichwort. Ja. Was gibt's am Main, was wo ist am so Main? Laut was ist? Was ist groß im Sommer? Ist Main oder was? Yes, sir. That's it. Genau. War ich noch nie, aber dafür war es meine Uhr, das ist immer sehr laut. Man hört es noch weit, weit bis in die Stadt rein. Wenn, aber ich war auch erst bei Techno, muss ich sagen. Sehr easy, oder? War so ein bisschen. Ein Ausschnitt, ne? Aus dem Kokon. Also, ja, ja, im Hintergrund, im Beat habe ich schon gehört. Es waren aber höchstens 110 BPM. Ne? Also Techno fängt da erst an, witzig zu werden. Genau, es war ein bisschen zu gemütlich. Ihr beiden mögt ja eigentlich Grisos und Äppler, Mario. Ist das was für dich? Der Äppler hat mich nicht gewonnen. Also ich mag ihn, ne, aber es ist jetzt bei mir kein Getränk, was ich jetzt wöchentlich trinken würde oder tue, sagen wir es mal so. Ja, und die grüne Soße, die finde ich fantastisch. Ne? Also ich mache eigentlich viel Werbung für die Grüne. Jedes Mal, wenn ich wo hinkomme, aber die Köche oder die internationale Kochszene, die springt da noch nicht an. Ich koche sie gerade. Schade eigentlich, ne? Schade. Die gehört eigentlich in die Welt gebracht. Marco, wie ist das bei dir? Äppler, der Weinexperte? Also Apfelwein auf jeden Fall. Das war der erste Rausch meines Lebens. Ist auch nach wie vor Getränk meiner Wahl. Allerdings in hervorragender bis exzellenter Qualität nur. Das, was in den meisten Apfelweinwirtschaften ausgeschenkt wird, ist leider ungenießbar. Danke, dass du das sagst. Danke, dass du das sagst. Es gibt nämlich, ich kann mich erinnern, ich habe auch schon großartigen Äppler getrunken. Ja, aber das, was hier so in der Regel, was man auch mal so kriegt, das ist nicht so, geht nicht so. Nee, das ist unterirdisch leider. Und die Grüße Soße ist natürlich, ja, das geht nicht ohne. Also ich glaube, nichts steht kulinarisch in Frankfurt irgendwie für mehr als die grüne Soße. Ja. Mario, in der ganzen Welt gekocht und dann in Frankfurt gelandet. Wie kamst du hierher? Ja, also am Ende war es der Sven Feeth, muss ich sagen. Gell? Also ich habe alles darauf gesetzt und programmiert, Amerikaner zu bleiben und werden. Ich war eigentlich auf der Suche, über eineinhalb Jahre ein Restaurant in New York aufzumachen, sogar DC. Hatte eigentlich das Geld auch schon, nicht jetzt zwingend am Konto, aber ich hatte einen tollen Investor und alles. Und September 11 hat natürlich da viel durchgerüttelt.
Und ja, letztendlich war es so, dass ich gespürt und gewusst habe, ich muss den Stecker ziehen aus dem Danube Ende 2003. Und bin quasi, jetzt gehe ich mal in die Wüste, muss mich nochmal neu finden. Ich bin damals 30 geworden und sitze dann in Salzburg bei der Hangar 7 Eröffnung. Der Trettl, ein Freund von mir, sperrt das auf. Der Rudi, der Jörg Wörter, große Menschen zusammengekommen. Und dann ist der Groschen gefallen. Ne? Also dann bin ich quasi angeschwängert worden und präsentiert bekommen zwei Wochen später in New York. Und ich konnte es einfach nicht mehr abtreiben. Und es sind natürlich viel Details jetzt noch zwischendrin. Mhm. Angeschwängert worden. Das ist ein tolles Wort, oder? Sven Väth, das ist natürlich, da müssen wir natürlich auch den Cocoon Club hier nennen. Ne? Du hast also dort das Mikro betrieben und das auch Michelin-Stern gekürte Restaurant Silk. Was war das für eine Zeit? Es war eine unglaubliche Zeit. Ne? Also der Sven hat da natürlich mit unseren Partnern natürlich viele Visionen in den Raum gebracht. Und das Schöne bei der Sache war, dass ich eigentlich das vierte Musketier wurde. Und dank meiner Zusage oder dieser Entwicklung, was genommen hat, haben wir dann zwei Restaurants gemacht. Also eines, wo ich nicht antastbar war. Beim anderen, das morphte, das Micro, war ja der Mikroclub, der kleine Club, der ist ja gemorpht in den Club, wo man natürlich die Bar und Essen und Weltgerichte und Spaß in die Nacht getrieben haben. Und ja, also das war unglaublich, ne? Weil man muss ja wissen, wir haben ja jeden Stein selber gelegt und 3 Deluxe designt. Und es ist eine Welt geschaffen worden. Die also es war so viel Herzblut drin, ja. Ja. So, auf jeden Fall, Mensch. Es waren zwei Riesenbabys und war schwer, die zu verlassen. Ja, das glaube ich. Marco, aus der Wetterau in die Welt und dann nach Frankfurt. Ist Frankfurt eine gute Stadt für einen Weinmenschen? Unbedingt. Also erstmal rein geografisch gesehen sind wir in fast jedem Anbaugebiet in Deutschland in einer Stunde bis anderthalb. Das ist schon mal in Frankfurt echt schön. Du bist ruckzuck an der Mosel. Wie der Flughafen, ne? Exakt. Frankfurt per se ist schon mal ein bisschen weinaffiner als andere Städte aufgrund vom Apfelwein. Also die harte Säure im Getränk sind viele Frankfurter gewohnt. Und ich glaube, auch aufgrund der vielen Gastronomie, die hier betrieben wurde, so gerade aus den mediterranen Ländern, gab es hier schon eine sehr weinaffine Szene. Also wenn du guckst, so der Afterwork, das war hier immer Champagner und Wein geprägt, also solange ich denken kann, und war nicht so die Bierstadt. Ist ja eher natürlich für die Bankenstadt auch schicker, ne? Das muss man ja mal sagen. Also da ja, ist Bier jetzt nicht so. Shampoos geht doch immer. Genau, Shampoos geht eigentlich immer im Leben. Ja, also man sieht dich jetzt so nicht, ne? Aber wenn man dich jetzt sehen würde, dann würde man sehen, du siehst jetzt nicht aus wie, schon mal gar nicht wie der klassische Winzer, ne? Und aber auch nicht wie jemand, der so ein bisschen so sophisticated mit dem Weinglas lässig in der Hand und vielleicht dem hochgeschlossenen Rollkragenpullover. Nein, das gab's. Es gibt Beweisfotos. Echt? Ne? Es gab die Zeit bei dir. Ja, klar, so in Sternereden. Ich habe ja also kurze Zeit für Thomas Keller gearbeitet, Dir ist das wahrscheinlich ein Begriff. Das ging nur mit Anzug. Da hatte ich auch die Hände noch nicht tätowiert, noch keinen Bart und so. Okay. Das ist lange her. Also jetzt bist du das ziemliche Gegenteil. Du siehst also wirklich aus wie ein Winepunk, ne? Wie man sich das so vorstellt. Und du hast auch, finde ich, schon ganz tolle Sachen gemacht. Ne? Also du warst im Backstage-Bereich von Kiss und von den Bösen Onkels und hast da Liquid Catering gemacht. So nennt sich das, Liquid Catering. Genau, Punkrock Liquid Catering war mal eine Firma von mir, ja, das stimmt. Und sag mal, die trinken dann Wein, ja? Ich dachte immer, die hauen sich so an. Rein. Nicht. Ich glaube, die Herren sind ja auch alle in die Jahre gekommen. Also bei KISS habe ich gemerkt, die gehen auf die 70, ne? Da ist dann eher grüner Tee in Körpertemperatur angesagt. Da wird wirklich wenig Wein getrunken, wohingegen bei den Bösen Onkels, das muss man ihnen absolut zugute halten, die haben einen echt guten Weingeschmack. Ne? Da wird gutes Zeug getrunken und zwar gepflegt. Ne? Also da gibt es auch ordentliche Weingläser, die irgendwie im Tourpaket sind. Okay. Da war ich schon erstaunt. Und wie sind die sonst so? Sind die so böse, wie man sich das so vielleicht vorstellen nicht. Könnte? Nee. Ich muss gestehen, dass der Stefan zum Beispiel in den Jahren ganz lieber und enger Freund von mir geworden ist und einer der liebsten und tiefgründigsten Menschen, die ich so um mich habe. Cool. Ich habe mir gedacht, die trinken dann 82 Shots irgendwie hinter der Bühne. Ne? Ja, ich glaube, alles zu seiner Zeit, aber die sind auch offenbar, keine 30 mehr. Ne? Offenbar so nicht. Aber Mario, du hast zwar Techno-Leute bekatert, aber hier so diese Heavy-Rocker noch nicht oder sind die auch schon zu dir gekommen?
Ja, gecatert eigentlich glaube ich nicht, außer ich habe jetzt irgendeinen Faden, den ich verloren habe. Oder kommen die auch mal so viele, in deine Restaurants? Ich habe viele Rockstars kennenlernen dürfen. Ne? Also es war so, der Lou Reed ist noch bei mir gesessen, Keith Richards, die durften ja alle keinen Zucker mehr und haben auch nichts getrunken. Da ging es ins Eingemachte quasi. Guck mal, die sind so, und da denkt man immer, die lassen es überall krachen und von wegen. Ja, hatten die, glaube ich. Aber der Bono ist ein Stammgast gewesen, der ist damals 36 Stunden mit der Christy Turlington unterwegs gewesen. Okay. Und sieht man eben gar nicht so an. Und die waren nah. Also ich hatte da ein Glück, auch tolle Menschen kennenzulernen. Mhm. Unter anderem den Stefan oder die Onkel. Ja. Mein Partner, der war ja Manager von denen. Also da konnte ich natürlich auch eintauchen in die Welt. Du, in deiner Küche, da kommt ja alles zusammen. Ne? Da haben wir Japan, wir haben Österreich, es ist modern, es ist traditionell, es ist so ein bisschen wie Multikulti Frankfurt. Warum ist dir das so wichtig, ganz viele Sachen zusammenzubringen? Ja, ich hatte das Glück, dass ich beim Obauer, das ist seit 40 Jahren die Koryphäe bei uns in Österreich, kann ich eigentlich so sagen, in Werfen. Toller Sous-Chef, die Obauers per se sowieso. Und ja, habe eine tolle Lehre gemacht, einen deutschen Küchenchef, der hat mich dahin verfrachtet quasi. Und der Peter sagt halt so, Mari, du musst rausgehen. Na? Und ich wollte halt einmal über den Spielberg oder über die Leoganger Steinberge, da habe ich gesagt, was passiert dahinter und dies und jenes. Und dann hat es mich so ins Tandris getrieben und ich habe glaube ich früh die Weichen gestellt, ich möchte nicht Zitronengras, was populär ist, integrieren. Ich möchte verstehen, warum Zitronengras drin ist. Und das, so kann man meinen Küchenstil auch sehen. Ne? Die Köche tun sie zu 80-90% inspirieren, was ich nicht gut finde. Ich wollte, und ich konnte zum Glück auch, ich habe da keine finanzielle Unterstützung gehabt, aber meine Karriere konnte das quasi finanzieren. Und dann hat's mich durch die Welt getrieben. Und ich wollte irgendwann einen Küchenstil, der mit meinen Kulturen und Lebensweg eine Handschrift hat. Und das bin ich halt dann. Philosophisches Kochen. Ja, es ist so. Ne? Und da ist sehr viel Sinn dahinter. Beim Gericht muss immer ein Körper und Hände sein. Es muss eine Geschichte an oder dahinter stehen. Und und irgendwann seinerzeit in Kalifornien, da bin ich das erste Mal gefordert worden, da mussten wir jeden Tag ein Special kreieren. Und dann gehst natürlich am Anfang, oder das war halt meine Angehensweise, du hast die Grundnoten spielen gelernt und dann hast du begonnen, die zu komponieren. Und dann war ja untereinander, es waren ja 4 Specials, jede Station oder 5. Und dann haben wir ja intern schon so Wetten, wer macht die meisten Specials? Ne? Und manchmal hast du dann 60, 65 von diesen 300 oder 400 Gästen, Wahnsinn, die wir ja da auch gemacht haben. Und das war auch spannend. Dann fangst du an, ein bisschen drehen, gehen wir auf die Masse, gehen wir komplett ins Detail. Natürlich gehört der Verkauf dazu und so. Und ach, das ist eine ganz hochkomplexe Sache. Und sag mal, ist das, Marco, ist das beim Wein eigentlich auch so, muss man das verstehen? Muss man den einfach verstehen? Kann man den nicht nur irgendwie keltern? Und wenn man die richtige Technik hat, dann haut das schon hin? Also es ist natürlich ein Handwerk erstmal, ne, was man beherrschen muss. Das ist ähnlich wie beim Kochen. Also du kannst keine Kreativität irgendwie in was reinbringen, wenn du das Handwerk nicht verstanden hast. Das ist meine Auffassung. Was aber nicht heißt, dass das kompliziert werden muss oder zu komplex. Also so ein Spruch wie, sie verstehen den Wein einfach nicht. Ja, wenn ich sowas höre, dann kriege ich das blanke Kotzen. Entschuldigt, wenn ich mich so gerade ausdrücke. Aber es gibt 2 Möglichkeiten. Ich glaube, das ist beim Lebensmittel, beim Kochen so wie beim Wein. Das schmeckt oder das schmeckt nicht. Also ich kann als Profi sagen, ich finde das super, weil ich vielleicht einen anderen Background habe und ein anderes Verständnis. Aber wenn es meinem Gast nicht schmeckt, dann gibt es da nichts zu diskutieren. Dann suche ich was ihm schmeckt. Und wenn Leute sagen, was ist ihr Lieblingswein oder das, was dir am besten schmeckt. Punkt. Ne? Das ist erstmal fernab von Qualität, wie ich sie einordne. Und ich glaube, da ist gerade im Weinbereich viel falsch gemacht worden, auch so von den Gralshütern, die am Tisch stehen. Gibt es denn da so eine Analogie zu dem, was wir gerade von der Küche gehört haben, dass einer beim anderen abschreibt sozusagen, anstatt eben die eigene Philosophie zu entwickeln? Mhm. Also letzten 20 Jahre haben wir nonstop über Terroir geredet. Ja. Egal, ich mein, klar, auch im Lehmboden in der Pfalz hat man über Terroir geredet. Terroir, es muss ja ein Terroir, jeder Wein hat ein Terroir, weil der wächst ja irgendwo. Ja.
natürlich. Und es muss auch per se gut sein, dass ein Wein Terroir hat. Wenn er auf Scheißböden steht, hat er zwar Terroir, aber ist trotzdem nichts Tolles. Ne? Ja. Also ich denke, mir sind manchmal so handwerklich sauber gemachte Literweine viel lieber wie so ein gekünstelter Wein, der wirklich darauf abzielt, von irgendeinem großen Weinkritiker irgendwie 98 Punkte zu bekommen. Das sind so Kellerkonstrukte, die, da fehlt mir die Authentizität. Das ist einfach nicht kein klares Bild. Ne? Das ist so wischiwaschi und da habe ich schon keinen Bock drauf. Du, das freut mich jetzt wirklich echt, weil bei mir ist es nämlich auch so, es schmeckt mir oder es schmeckt mir nicht. Und das ist mir vollkommen egal, was da andere finden und warum andere das hip finden oder sonst wie. Also in dem Moment, wenn ich bei Essen das Gefühl habe, ich bin jetzt glücklich, weil alles stimmt, dann ist es für mich ein gutes Essen. Genau. Ja. Und genauso geht es mir eben auch beim Wein. Mhm. Ist es eigentlich so, also wie wichtig ist zum Beispiel, Mario, eigentlich der richtige Wein zum Essen? Oder jemand oder ein Wein, der das Essen noch ein bisschen besser zur Geltung bringt? Ja, für mich gibt es eigentlich drei Wege. Zum einen trinke ich gern geilen Wein ohne irgendwas, weil ich mit dieser Philosophie oder dieses Gefühl, was mir der Wein vermittelt, vielleicht immer anders mit Temperatur oder Tageszeit, das ist der eine Weg, wie ich gern Wein genieße. Dann das Ultimative ist vielleicht die Abstimmung, ne? Aber wenn es dann wieder rüber gehst zum richtigen Weinkenner oder Trinker, der will sich gar nicht zwingend vom großen Sommelier dann sagen, also das mit dem, das mit dem. Die bestellen sich eigentlich eine Flasche Wein. Da kann ich vielleicht noch einen, der jetzt witzig ist, aber ich übernehme den Satz. Sie kennen da einen sehr wohlhabenden Mann in den USA und er hat da selber ein Restaurant und gibt der Küche immer eine harte Zeit. Ihr seid gar nicht so gut und ist aber wenigstens der Wein schmeckt. Ne? aber natürlich, also es gibt, aber jetzt nochmal anders. Ich koche nicht für Wein. Ich habe das schon auch mitbekommen und gelernt. Ich kann für Wein kochen. Man kann, der Guru kann jetzt den richtigen Wein dazu suchen. Das kann eine Magie entstehen lassen. Mhm. Ne? Ich probiere eigentlich, bei meinem Gericht keinen Kompromiss zu gehen. Ne? Ich mache mein Gericht so, ob du jetzt Wasser trinkst oder Wein oder Apfelwein, das Gericht kann dastehen. Aber die absolute Magie kannst du mit dem Wein entstehen lassen. Also ein Wein-Pairing ist natürlich schon spannend. Also es gibt ja eine gewisse Geschmacksphysiologie, was funktioniert mit was und was nicht. Habe ich früher auch ausgereizt, bis aufs i-Tüpfelchen. Ja. Ich bin heute der Meinung, wenn du gute Produkte hast per se und hast im Essen gute Zutaten, die irgendwie funktionieren, dann stell auch einfach einen Wein hin, der gut ist. Das geht schon. Vielleicht aus der gleichen Gegend, das ist oft schon genug. Das what grows together, goes together, sagt man so schön. Ne? Ich bin davon weg, das muss 100% abgestimmt sein, weil um was geht's denn, wenn du essen gehst, wenn du trinken gehst? Es geht eigentlich um die Gesellschaft, um die Emotionen, die dabei entstehen und das nimmst du mit. Ja, und das überschlägt sich dann auch irgendwie oder überträgt sich auf Essen und Wein. Also es muss nicht immer zu 100% passen. Ne? Also dann lieber irgendwie ein Essen, was nicht zu 100% abgestimmt ist, in bester Gesellschaft wie umgekehrt. Ne? Wie ist das eigentlich hier so mit der Gastroszene oder eben auch mit der Weinszene hier, also mit Kollegen von euch? Ist das ein gutes Miteinander? Ist das ein harmonisches Miteinander oder ist das auch doch ein bisschen konkurrenzgeprägt hier, Mario? Ja, ich kann dir da gar nicht so die richtige Antwort geben. Manchmal ist das natürlich da der Gedankengang, dann merke ich einfach, scheiße, ich bin so ein Individualist. Ach so, du machst das für dich. Kann ich super nachvollziehen. Also ich halte mich auch so. Ich halte mich da komplett raus, weil ich versuche so mein Ding zu machen, das gut zu machen und in meinem kleinen Kreis die Leute happy zu haben. Und was von außen kommt, positiv nimmst du natürlich gerne, aber ich lasse da viel auch nicht so an mich ran. Ganz ehrlich. Ne? Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also ich meine, dadurch seid ihr natürlich auch sehr fokussiert, ne, auf das, was ihr macht. So. Ja, ich stehe jeden Tag auf und probiere das Beste für mein Restaurant, für mein Produkt, für meine Mannschaft zu geben. Ne? Und der Marco hat es ja eigentlich schön gesagt, ne? Dann gibt es Bewertungen oder dies oder jenes, ob das jetzt beim Parker oder im Weinbereich sind oder in der Gastro. Das Wichtigste ist, du machst deinen Gast happy, ne? Oder deine Freunde, die kommen. Und das ist das A und O. Und dann kommen die wieder. Ne? Und gibt es einen Spruch, den sage ich auch ein bisschen nach. Ne? Da hat mal der Rudi Oberhammer im Restaurant gesagt, er hat gesagt, Mario, das Beste, was da passieren kannst, du hast nicht die Gastronauten im Restaurant. Die Gastro. So, wenn die Gastroszene dein Laden, dann bist du abhängig dieser Gastroszene. Dann hast du keine Stammgäste oder keine Nachbarschaftsgäste oder das. Und das
Das kann gefährlich werden. Immer wenn du permanent einen draufsetzt, dass die Welt dich besuchen will und du die Ambition hast und da den Lauf hast, ständig braucht Druck, ja auch einen Lauf. Ne? Ja, Druck haben wir auch, glaube ich. Oder aber ich glaube, wenn du so im 2-Sterne-Plus-Bereich bist und hast nur noch die Sterne-Besucher, wir haben ja viele Kollegen gehabt, die sind dann abgelebt aus freien Stücken, weil sie es irgendwie nicht mehr ausgehalten haben. Also ich glaube, so in einem kleinen, gesunden Kreis sich zu verwirklichen, unabhängig von den ganzen Bewertungsjägern, das ist für alle Beteiligten das Schönste, ja. Das ist die Härte, die dieses Geschäft hat. Da wollte ich nämlich eben auch nachfragen. Also da habt ihr offenbar einen Umgang gefunden. Ja, was heißt, es ist die Härte? Es ist eigentlich das schmutzige Spiel, weil die meisten sind subventioniert. Gerade in Deutschland, was ich eigentlich verurteile. Ne? Und da wird nicht mehr mit richtigem Maß gemessen. Dafür liebe die Amis. Die Amis sperren eine Hütte in 6 Monaten zu, wenn sie nicht Geld verdienen. Genau. Ganz radikal. Kannst du auch gar nicht leisten in dem Land. In Italien übertreibe ich auch. Italiener machen Geld mit Gastro, Franzosen. Die Österreicher sind meistens im Besitz und haben meistens Zimmer dazu. Genau. Und was ist denn das für eine Art anzugehen? Wir können nur 18 oder 12 Gäste. Ich meine, es kann ja schön sein. Ne? Aber es ist auch schön, wenn ein bisschen was los ist im Laden oder ein bisschen Menschen sehen. Aber das ist eine Philosophiesache. Ne? Da gehen eine schöne japanische Theke rein, da stehen 3 Gurus und sind 12 Gäste. Der Hammer. Aber es gibt da nicht richtig und falsch. Es gibt gut und schlecht, glaube ich. Sag mal, mit der USA-Erfahrung ganz kurz mal so vielleicht einen Satz dazu. Ich meine, du hast die Kalifornien-Erfahrung, hast die New York-Erfahrung. Ich glaube, da gibt es mittlerweile mehr vegane Restaurants als irgendwas anderes. Vegane, vegetarische. Was machst du damit und da draus und was korrespondiert damit? Ja, also ich meine, USA hat immer Trends gesetzt, meistens vom Westen her. Die waren da immer schneller oder innovativer. Ja, was macht's? Also ich erlebe es im eigenen Leibe, ohne das anzusprechen. Es ist natürlich, die Industrie vernichtet den Körper. So, ist das Beste, was ein Mensch machen kann, ist eine hausgemachte Küche zu essen. So, die Zeit hat keiner mehr. Jetzt, dann gibt's die Studien in Schottland, in Dänemark, dann kannst du es eigentlich mit dem prima Daumen, da wurde das im Supermarkt eingeführt, da war das eingeführt, es wird irgendwo alles geregelt und da ist viel Marketingplatz zwischendrin. Ne? Und dann werden die Menschen krank oder kommen mit Wehwehchen und dann kommt man mit Alternativen noch dazu. Das ist ein Movement dieser Bewegung. Ne? Da gibt's ohne Ende. Ne? Ich bin da eher der Indianer, sage ich mal so. Na, ich finde es toll, nur einmal in der Woche Fleisch zu essen, das dafür richtig, aber dann eigentlich wieder Indianer es opfert und es geht auch wieder in die Erde und ins System rein. Ja, und was ist parallel? Ne? Ich habe ein Riesenportfolio sehr früh mir aufgebaut und entwickelt im veganen Bereich. Da kann ich auch zaubern, aber das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt und der geht bei mir nicht hungrig raus. Da sind wir natürlich, aber natürlich ist es nicht mein Schwerpunkt. Ne? Und ich finde es toll, wenn es Alternativen gibt. Also erstmal schließe ich mich dem komplett an, was du gerade gesagt hast, Mario. Es gibt, oder anders, ich fange mal so an. Alles, was so ein Dogmatismus wird, finde ich, ist ungesund irgendwie. Ne? Egal, in welche Richtung das geht. Ich habe irgendwann mal angefangen, viel, viel weniger Fleisch zu essen. Esse mittlerweile fast nur noch das Fleisch, was ich irgendwo mit selbst aufziehe und auch selbst schlachte. Durchaus habe ich das mehrfach getan. Ich habe 3 Jahre in Italien fast als Selbstversorger gelebt. Das ist eine verdammt harte Geschichte, weil du nicht mehr das essen kannst, worauf du gerade Bock hast, sondern das ist, was es gerade gibt. Das, was da ist, genau. Und ich glaube, so die Nachhaltigkeit ist eigentlich das, was uns alle so ein bisschen motivieren sollte, mal drüber nachzudenken, generell was Konsum betrifft. Weil es gerade so um diesen veganen Trend gibt es da sowas äquivalent in der Weinwelt? Das gibt's. Das sind jetzt diese ganzen, ich sage es jetzt bewusst provokativ, ich mache mir da auch oft keine Freunde, aber die letztes Jahr noch Hugo getrunken haben, die kommen jetzt und gehen mir auf den Wecker, weil sie nur noch Naturwein trinken wollen. Ja, das ist so vom einen Extrem ins andere. Ja. Das geht mir auch fürchterlich auf die Eier.
Klar ist es gut, bewusst zu trinken, aber auch nicht alles, was Naturwein ist, ist per se erstmal gut gemacht, handwerklich. Das ist schon mal Punkt eins. Sich ein bisschen Gedanken zu machen, was schütte ich in mich rein, ist immer gut, aber dann muss ich auch irgendwie ein bisschen mehr Konsequenz haben. Ne? Also dieses Trendy, ich trinke nur noch Naturwein, aber dann irgendwie mit dem Porsche Cayenne vorfahren, der vollgetankt ist. Und ich trinke nächstes Jahr wieder was anderes, so, wenn es angesagt ist. Da kann ich wenig mit anfangen. Also ich bin da schon eher regional, saisonal. Es gibt einen Grund, warum wir nur gesagt haben, wir machen Weine aus Europa in unserem Vertrieb, weil mir natürlich auch, was nützt mich ein Biowein aus Kalifornien? Ich liebe Weine aus Napa oder so, aber ein Biowein, bis der hier ist, hat einen CO2-Ausstoß wie ein Scheiß. Hat einen ganz, ganz schlimmen Fußabdruck. Was bleibt an Bio übrig? Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux, dass man die Leute sensibilisiert, ohne sie zu belehren. Denk doch mal drüber nach, ob das jetzt Sinn macht, im Januar Erdbeeren zu essen. Marco, was trinkst du denn nach so einem langen Arbeitstag und stressigen Arbeitstag am liebsten? Meinen eigenen Apfelwein. Den Apfelwein. Ja, doch, schon. Und Mario, was isst du nach einem langen Tag am liebsten? Oh, es hat Phasen. Aktuell ist es witzigerweise Sushi. Mhm. Na, ich habe einen Sushi-Reis jetzt irgendwann finally einmal integriert. Na, den habe ich ja 11 Jahre. Ja, es ist am besten gar nichts mit meiner Figur. Das wäre aber schlecht, dann hätten wir nicht mehr lange. Deswegen drücke ich Apfelwein, ja. Ihr Lieben, unterm Strich, was ich aus dieser Gesprächsrunde mitnehme, was nehmt ihr mit? Also schön erstmal Austausch, obwohl wir irgendwie mal so Schnittpunkte haben, haben wir mal ein bisschen mehr miteinander gesprochen. Ihr habt euch schon, hier und da mal über den Weg gelaufen, aber wirklich kennen tun wir uns eigentlich gar nicht. Ja, ja, toll. Das war für mich schön. Zum anderen schön, dass es so ein Format in Frankfurt gibt, wo Leute so ein bisschen tieferen Einblick bekommen, auch in die Gedanken von Frankfurtern und Co. Das kann ich so für mich sagen, ja. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Der Marco, wir werden uns öfter sehen jetzt. Aber das haben wir schon, bevor wir gestartet haben, festgestellt. Na, interessante Menschen, ja, kreative Menschen und das von innen nach außen. Ich find's toll. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, also jetzt gibt's den kleinen Frankfurt-Tipp. Also wenn wir uns das nächste Mal irgendwo treffen sollten, wo sollten wir das am besten machen, Mario? Ja, bei mir im Restaurant. Das ist schön, das ist gleich notiert, vielen Dank. Ja, Marco. Ich schließe mich da an. Okay, ja, alles klar. Also wir sind verabredet bei Mario im Restaurant. Ja, perfekt. Besser kann es gar nicht sein. Mario Lohninger, Frankfurter Spitzengastronom, und Marco Zanetti, der Experte für besondere Weine, der Weinpunk im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. Es war uns eine große Freude. Absolut. Ganz meinerseits. Dankeschön. Dankeschön. Auf dem Teller und im Glas. Genießerstadt Frankfurt, das war Frankfurt Mein Pod für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und auf eure Kommentare auf frankfurtmeinpod.de. Habt ihr eine tolle Geschichte oder wollt einmal dabei sein? Oder eine Idee, wen wir unbedingt mal einladen sollten? Ein spannendes Frankfurt-Geräusch? Wir freuen uns auf eure Anregungen. Frankfurt Mein Pod, der Podcast für Frankfurt.